begrüße Sie ganz herzlich zum Kulturpunkt, bei dem wir dieses Mal wieder Termine aus dem Ballkalender herausgepickt haben. Ein ganz besonderes Ballvergnügen hat sich der Wirtschaftsbund Amstetten dieses Jahr einfallen lassen. Am 5. Februar ab 20.30 Uhr wird im Mozart in Amstetten das Wirtschaftsbundsgrändchen gefeiert. Tanzmusik liefert die Magic for Music. Sektbar, Schätzspiel und Damenspende gehören bei diesem Ball natürlich auch dazu. Kartenvorverkauf gibt es bei 123 Gold Trauring Lounge in der Linzer Straße in Amstetten. Während die ÖVP am Freitag im Mozart feiert, lässt die SPÖ Ulmer Feldhaus Mening ihr Ballvergnügen am Samstag, den 6. Februar, über die Bühne gehen. Der Stadtsaal in Haus Mening wird zur Hollywood-Kulisse und lässt glamouröses Flair in die Ballnacht einfließen. Für die Mitternachtseinlage sorgt die Theatergruppe Ulk, die musikalische Begleitung liefert Van Voice. Bitte, danke, sagt Gary Seidel ganz freundlich am 8. Februar ab 20 Uhr in der Johann-Bölz-Halle. In seinem neuen Programm begibt sich der Austro-Kabarettist wieder auf die Suche nach dem ultimativ Menschlichen. In gewohnter Manier erzählt er Skurrilitäten aus dem Alltag und schlüpft in verschiedene Rollen, begleitet von schrägen Tönen. Und dann ist da Andrea, seine Frau, an deren Seite einem Mann alles passieren, aber nichts geschehen kann. Mehr dazu finden Sie auch auf avb.amstetten.at. Ayad wird von seinen Eltern auf eine Eliteschule in Jerusalem geschickt, weil sie wollen, dass er es eines Tages besser hat als sie selbst. Leicht hat er es zu Beginn gar sicher nicht. Ihm machen nicht nur die ungewohnte Umgebung und das Pubertieren an sich zu schaffen, sondern er ist auch der einzige Palästinenser weit und breit und wird schnell als Außenseiter abgestempelt. Bald findet er jedoch einen Freund in Jonathan, der aufgrund einer schweren Muskellähmung im Rollstuhl sitzt. Mein Vater ist Maurer. Mein Vater ist Pflücker. Bravo, Iyad. Mein Vater ist Terrorist. Ich sag dir, dein Sohn ist was Besonderes. Schick ihn auf eine andere Schule. Eine jüdische? Die werden nie einen Araber nehmen. Angenommen. Glückwunsch, na wunderbar. Du wirst vielleicht sogar der erste Palästinenser, der eine Atombombe baut. Du sollst besser sein. Besser als alle anderen um dich herum. Ayad, richtig? Ich heiße übrigens Naomi. Ich liebe dich, weißt du das? Ich komme vom Sozialprojekt der Hochschule für Wissenschaften. Ist das von Geburt an, oder bist du so von Geburt an? Araber. Ist das ansteckend? Komm mal her. Was ist? Will das Araberschwein dich anfassen? Einen Juden ohne Behinderung hast du nicht als Freund gefunden? Glaubst du, ich würde nicht auch gerne der ganzen Welt zeigen, dass ich dich liebe? Eine Jüdin. Verlass mein Haus! Verstanden? Ich vergesse manchmal, dass du Araber bist. Geht mir auch so. Keine Sorge. Es gibt immer welche, die dich dran erinnern. Zu sehen ist Dancing Arabs, Mein Herz tanzt, am 2. und 3. Februar ab 19.30 Uhr im Kino Kuckuck. Das war's auch schon wieder vom Kulturpunkt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder ganz bestimmt. Bis dahin eine schöne kulturelle Woche. Auf Wiedersehen.